Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Tales of Science and Mystery mit dem Alex. Hallo. Und mir, dem Chris. Und wir machen heute eigentlich so eine Special-Folge, müsste man sagen. Wir haben sie schon mal aufgenommen, aber wir sind ja kritische Wissenschaftler und Content-Creator, so nennt man das ja heutzutage, haben die uns nochmal angesehen und dachten uns, die nehmen wir jetzt nochmal auf. Und heute soll es gehen um wissenschaftliche Veröffentlichung. Nee. Klingt jetzt, ja, was? Wow. Ja. Nein, doch. Das, das klingt sehr trocken, ist es auch in der Praxis. Und deswegen nehmen wir die Folge auch nochmal auf, weil man kann sehr viel dazu erzählen. Oder, Alex? Ja, man kann es auch sehr langweilig machen oder halt sehr spannend. Ja, richtig. Also uns liegt das Thema sehr am Herzen. Einerseits natürlich, weil wir Wissenschaftler sind und ständig durch diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen irgendwie damit konfrontiert werden, mit diesem Prozedere. Aber auch andererseits, weil man irgendwie heute sehr viel sieht, dass Wissenschaft verunglimpft wird, damit Leute sagen können, aber es wurde schon wissenschaftlich bewiesen, dass, wenn man nachts 2 Liter Bier trinkt und danach pupst, man auf jeden Fall den CO2-Ausstoß von Rindern um 3% senken kann oder keine Ahnung was. Man kann im Prinzip irgendeinen Schwachsinn behaupten und sich quasi wissenschaftliche Veröffentlichungen damit einkaufen und ist natürlich Quatsch. Und was ist Quatsch, dass man die sich einkaufen kann oder dass die pupsen? Ja, das pupsen ja also sowohl als auch. Du kannst das gerne probieren. Man kann, ich sage dir, dem Zuhörer, der du gerade zuhörst, du kannst diese These veröffentlichen, wenn du genug Geld hast. Glaubst du nicht? Wir können dir gleich sagen, wie. Also, wo fangen wir an? Fangen wir mal mit richtiger Wissenschaft an. Alex, was ist für dich, was würdest du jetzt ganz frei sagen, ist Wissenschaft für dich? Ja, ich meine, es steckt im Wort, ne? Wissenschaften. Oh. Weißt du? Deswegen mag ich das in Deutschland ganz gern eigentlich. Ja, das stimmt. Stimmt. Im Endeffekt. Ist, ja. Kennst du den dummen Spruch? Leidenschaft ist eine. Moment, Leidenschaft ist eine Leidenschaft, die. Nein, Moment. Die Leidenschaft? Scheiße. Ja, irgendwas, irgendwie so ging es. Ja. Moment, Leidenschaft ist eine irgendwas, die. Leidenschaft. Und so kann man das auch mit Wissenschaft sehen. So, darauf wollte ich hinaus. Okay. Danke für diesen Einspruch. Ja, wir schaffen Wissen. Punkt. Point made. So, Entschuldigung. Ja. Ja. Philosophiestunde genau. Weiter. Wir haben gerade vorher noch ein paar Flachwitze ausgetauscht, ja, deswegen sind wir, glaube ich, gerade voll im Modus. Das Niveau ist am Tiefpunkt, könnte man sagen, ja. Jetzt schon, wir haben nicht mal angefangen. Ich habe heute auch wieder Essen mitgebracht, und zwar eine Quarkschnecke. Ich hatte vorhin Pilz-Tortellini, waren ziemlich geil. Oh. Nur geil. Es mal gesagt zu haben. Aber ich habe es mir auch verdient, ich war auf dem Berg, von daher. Dann, ich war eben klettern, ich habe es mir auch verdient. Ach komm, laber nicht. ja, genau. Was ist Wissenschaft? Im Endeffekt würde ich sagen, man sucht sich was aus, was man interessant findet und wo man eine Idee hat, wie man das lösen könnte. Meistens geschieht das aufgrund von irgendeiner Hypothese, die auf was anderem baut. Irgendjemand hat gezeigt, dass wenn man, keine Ahnung, aus dem Fenster springt, stirbt. Und jemand hat gemeint, hat der Nächste gemeint, aber was ist, wenn wir ein Netz dazwischen spannen? Stirbt man dann? Gewagte These, ja. Und dann hat er das mal gemacht und dann kam raus, ja, man stirbt, wenn man aus dem Fenster springt, außer man hängt ein Netz dazwischen. Und so kann man sich das im Prinzip vorstellen. Ich komme dann auf die Idee, warum springen wir überhaupt aus dem Fenster? Ist das eine gute Idee? Also quasi, man baut immer auf dem auf, was andere schon mal gemacht haben. Hm? Und ja, das machen wir. Wir machen ja nichts anderes. Ich arbeite zum Beispiel, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, an einem Protein, was an Autophagie beteiligt ist. Wer wissen will, was das ist, hört sich die letzte Folge nochmal an. kein Bock zu erzählen, hör die letzte Folge nochmal an. Der muss halt nachsitzen. Ja, ein Protein, brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Genau. Autophagie, selbst auffuttern von Zellen, also Selbstzerstörung. Genau. Selbstzerstörungsmechanismus eingeleitet. Autophagie in 30 Sekunden. Habe ich übrigens erzählt, dass ich letzte Woche den Podcast, nicht den Podcast, leck mich, den Science Slam gemacht habe.
Du hast einen Science Slam gemacht. Nee, hast du nicht? Habe ich nicht erzählt? Nö, hast du mir nicht erzählt. Ich habe letzte Woche bei einem Science Slam mitgemacht. Das heißt, wer sich das mal angucken will, kann das gerne. Das ist bei YouTube drin tatsächlich. Alter, nicht dein Ernst. Ja, das wurde gelivestreamt, wie ich Autophagie erkläre. Das ist fantastisch. Echt jetzt? Okay, ich gebe jetzt mal bei YouTube ein. Alex. Ups. Mir wird bei deinem vollen Namen und Autophagie NC Fitness and Health Student Leg Day featuring Alex Siebert vorgeschlagen. Das ist aber, glaube ich, nicht, oder? doch, ich mache immer Leg Day. Recycling Might Just Save Us All, ist es das? Genau. Munich Science Slam, das sieht gut aus, tatsächlich. Da steht da. Genau. Live und in Farbe. Da habe ich quasi Autophagie erklärt und im Prinzip kann ich es auch nochmal zusammenfassen. Aber ich werde es nicht tun. Ja, der möge sich das Video ansehen. Ist verlinkt. Genau, machen wir so. Ja, okay. Cool. Alex, meine Güte. Warte, wo war ich überhaupt dran? Alter. Echt schlimm. Du wolltest sagen, du machst ja was mit Autophagie. Du wolltest wahrscheinlich gerade erklären, dein wissenschaftlicher Beitrag ist. Genau, also wir haben quasi, es gibt ganz viele Proteine, die in Autophagie beteiligt sind. Und manche davon, also alle interagieren mit anderen Proteinen und zusammen macht es Autophagie. Und was wollte ich sagen? Genau, wir haben quasi mein Protein gefunden. Du musst auf jeden Fall weiterreden, ich esse gerade Quarkschnecke. Okay, also wir haben mein Protein quasi damit gefunden, dass wir uns das andere Protein angeschaut haben und zufällig gesehen haben, dass die zwei miteinander reden quasi. Und deswegen gucke ich mir das an. Und so in dem Prinzip, ich gucke mir halt an, wieso das funktioniert und wie das funktioniert, auf der Tatsache, dass dieses Protein in Autophagie involviert ist. Heißt, ich baue auf dem auf, was andere wussten. Gott, das war jetzt echt ein lange Detour, um zu sagen. Ach, also ich finde, es ist halt ein echt komplexes Thema. Sollte man wirklich dazu sagen. Und das kann man nicht mal so eben ad hoc erklären, wenn man nicht drin ist, glaube ich. Genau. Also wenn man nichts mit Biologie zu tun hat. Ja, also ich finde, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt. Es baut alles aufeinander auf. Aber ich habe ja so ein Buch über Da Vinci gelesen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt habe. Nee, das war sehr cool, weil der hat so ein paar grundsätzliche Meilensteine, was wichtig ist in der Wissenschaft, schon mal aufgestellt. Also der Autor war natürlich, Da Vinci war der erste richtige Wissenschaftler und bla bla. Weiß nicht, ob man das wirklich sagen kann, weil davor gab es noch die Wissenschaftler aus der Antike. Aber der hat erstmal so ein gewisses Konzept da reingebracht. So. Ja, sag mal so, Mathe gab es auch schon sehr früh. Also. Ja, ich meine eher so grundsätzlich, man hat eine Hypothese und die versucht man zu beweisen und hat alles sozusagen Laborbuch geführt. Also wenn Da Vinci ein Markenzeichen hat, würde ich sagen dann wirklich, dass er alles notiert hat. Alles notiert, alles gezeichnet. Der war der Erste, der einen Flügelschlag vom Vogel dokumentiert hat. Laut Autor, habe ich nicht überprüft. Keine Ahnung. Das Bild ist schön, das kenne ich. Aber das finde ich, das wurde auch, glaube ich, verkauft für irgendwie ein paar Millionen, ne? Diese Notizen von Da Vinci. Das ist richtig geisteskrank. Ich finde es geil. Die wurden versteigert. Ja, hallo, die Notizen des Maestros. Also ich glaube schon, dass es ziemlich geil ist, aber ich könnte sie in meiner kleinen Wohnung hier nicht, ich bräuchte eine Alarmanlage oder sowas. Naja, anderes Thema. Aber das würde ich sagen, so ist sehr, sehr wichtig an Wissenschaft, dass man nachvollziehbar aufstellt, so und so habe ich es gemacht und dabei ist das und das rausgekommen und daraus ziehe ich die und die Schlüsse. Genau. Das würde ich sagen, ist so Wissenschaft. Und damit haben wir, glaube ich, schon die wichtigsten Dinge genannt, wie Wissenschaft funktioniert. Naja, also im Endeffekt, was ich noch wichtig finde, ist, dass nur weil du einmal was gesehen hast, heißt es nicht, dass es stimmt. Genau. Grundlegend machen wir ja die Sachen tausendmal. Also. Ja. Das ist sehr lästig, aber man geht irgendwie die gleiche Strecke, man geht von Ort A zu Ort B. Über verschiedene Routen, einfach nur, um sich selbst zu belegen. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, Freunde, weil Wissenschaftler sind Klugscheißer und die sagen, und wenn man da irgendwie vor andere Wissenschaftler geht und sagt, hier, seht her, was ich Geiles herausgefunden habe, dann sagt ein anderer, naja, aber das könnte ja vielleicht auch da und da herkommen, auf diese Methode. Und da muss man dann halt mehrere Wege finden, um sich selbst zu belegen. So.
Außerdem versuchen wir ja quasi von den Experimenten, die zum Beispiel in unserem Setting, also quasi in unserem Labor so funktionieren, wollen wir so robust machen, also quasi die Effekte wollen wir so darstellen, wie sie in Wirklichkeit sind. Das heißt, dass jedes Labor auf der Welt potenziell das Gleiche machen könnte, wenn sie das Können haben und das Gleiche rausbekommen. Weißt du? Ja. Das heißt, ja, wenn ich jetzt genau rausfinde, dass ich von A nach B die Autobahn nehmen muss, muss der andere Typ die gleiche Autobahn nehmen können, um da auch anzukommen. Ja. Das ist eine scheiß Metapher genau dafür, aber egal. Aber damit wären wir schon wieder bei dieser Forscherin aus dem, was war es, japanische, von der japanischen Forschungsgruppe. Genau. Die herausgefunden haben, dass man Stammzellen differenzieren kann, wenn man da so Sachen zugibt wie Zitronensäure oder sowas. Und das haben dann andere versucht zu reproduzieren und haben halt herausgefunden, ist kompletter Käse, was sie da erzählt haben. Und die haben einfach einen fucking Nobelpreis dafür bekommen. Ist dann schon so ein bisschen peinlich. Die haben doch keinen Nobelpreis bekommen, oder? Also würde ich mir jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Gehirn hat mir gesagt, dass die dafür einen Nobelpreis bekommen haben, aber mein Gehirn sagt auch so viele Dinge. Zum Beispiel, dass wir heute nicht aufnehmen mussten, hat das Gehirn auch gesagt. Naja. Ja, also er hat Abbildungen gefälscht, das habe ich mal, also ich habe letztes Mal ja gesagt, dass sich da jemand dass sich die Frau umgebracht hat. Stimmt nicht, war der japanische Stammzellforscher Yoshiki Sasai und der hat halt Abbildungen gefälscht und hatte Probleme im Leben und deswegen hat er sich selbst umgebracht. Aber der hat keinen, also meiner Meinung nach hat er keinen Nobelpreis bekommen. Er hat Nature publiziert und alle fanden das, hatten gesagt, okay, naja, Durchbruch, wenn das funktioniert, dann ist es so. Dann hat er erst das nachgekocht und es hat dann nicht funktioniert und ist halt scheiße. Da fing der Shitstorm dann langsam an. Genau. Ja, aber Freunde, nehmen wir jetzt mal ein praktisches Beispiel. Ich habe jetzt kein Buch zur Hand. Da hinten stehen Bücher, aber das sind die von meiner Freundin. Das ist so Soziologiezeug, das ist für mich Hexenwerk. Damit fange ich nichts an. Moment, nehmen wir mal. Ach, da ist ein Chemiebuch. Guck mal, pass mal auf, wir machen das jetzt hier live und direkt. Ein Chemiebuch. So, ich schlage irgendeine Seite auf und da steht, Gläser sind unterkühlte Schmelzen aus Quarzsand und Zusätzen wechselnder Zusammensetzung. So, das ist jetzt eine These, die ich aufstelle, die lese ich im Buch und ihr könnt euch vielleicht denken, das steht im Buch, ist auf jeden Fall richtig. Ja, das ist richtig, das ist schon sehr oft reproduziert worden. Aber, sagen wir mal, ihr lest im Buch, keine Ahnung, ihr kratzt so an dem absoluten Rand unseres Wissens. So Sachen, die quasi gerade erst frisch rausgefunden wurden. Das ist, ihr habt den Luxus, dass man das im Buch lesen kann. Und wir Wissenschaftler haben diesen Luxus nicht. Man hört ja vielleicht oft, Wissenschaftler A hatte die und die These und da sind ganz viele gegen. Und es ist, glaube ich, so, als jemand, der nicht in der Forschung arbeitet, schwierig da zu sehen, was ist denn jetzt wahr und was ist falsch. Thema Evolution zum Beispiel. Oder dunkle Materie. Zum Beispiel finde ich, ist auch irgendwann so. Ich dachte, jetzt kommt schwarze Magie und dachte so, okay. Schwarze Steile Magie wurde bewiesen. Nein, Sozialwissenschaften, das ist schwarze Magie, aber anderes Thema. So, so Sachen, wo man halt weiß, da gibt es Ansätze, aber man hat es nicht vollständig geklärt. Hashtag eine Theorie über Fehlwege erklären. Das muss man nämlich erstmal schaffen, bevor man sagen kann, das stimmt auf jeden Fall. Bei der Evolution ist das so. Ja? Weil Evolution ist längst keine Hypothese mehr. Das ist schon auf so viele Arten und Weisen belegt, dass es, dass man, wenn man das irgendwo liest, das für bare Münze nehmen kann. Aber wir Forscher, wir müssen quasi ständig gucken, ob wenn irgendjemand was sagt, ob das sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist. Wir müssen das dann überprüfen, darauf aufbauen, vielleicht nochmal Experimente machen, wenn das vielleicht unser Themengebiet tangiert und wir sagen, okay, vielleicht können wir neue Erkenntnisse aus diesen Erkenntnissen schaffen, dass man das irgendwie, irgendwann hat man so einen riesen Wust an Informationen, den man dann vielleicht zu so einem Buchkapitel mal zusammenbringt. Und das ist zum Beispiel, also mal ein ganz einfaches Beispiel, es ist ein Thema, wo man wirklich drin ist. Also ich arbeite jetzt Autophagie, du an, was war es nochmal? Alex, jetzt sag bloß nicht Pflanzen oder sowas. Es sind Blaualgen. Also, sind die Blaualgen, das wusste ich noch, ja, aber ich wusste nicht, also, was genau.
Kleine Proteine und deren Funktion im Metabolismus von Blaualgen. Ah, stimmt, Metabolismus jetzt hat. Metabolismus, genau. Das ist Metabolismus und ich, wir sind so. Sieht niemand, aber ich habe so gemacht mit meinen beiden Zeigefinger und Mittelfinger. So. Was, bitte red schnell weiter, sonst wird es peinlich. Zeigst du mir gerade den Finger? Hast du mir gerade den Mittelfinger gezeigt, Digga? Nee, genau. Und ja. Zum Beispiel in dem Thema, wenn ich da eine Publikation lese, dann kann ich mir die Methoden angucken und sehen, wie die das gemacht haben und denke mir so, naja, entweder Blödsinn oder okay, cool, das hätte ich jetzt auch so gedacht oder gemacht. Mhm. Ja. Und dann ist es relativ einfach. Wenn man das aber in einem anderen Feld macht oder Sachen, wo man sich halt nicht so gut auskennt, dann kann dir jeder alles erzählen, solange es, also irgendwann mal musst du es glauben, weil irgendwann mal hast du nicht das Wissen, alles beweisen zu können oder logisch zu erschließen. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, worauf wir überhaupt hinaus wollen, verdammt nochmal. Ja, ist berechtigt. Aber wo ich so langsam hinschlittern wollte, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir zu diesen Informationen kommen. Sagen wir mal, du hast deine große Erkenntnis bekommen, dass die Schwerkraft ausgewirkt auf einen menschlichen Körper aus dem zweiten Stock dazu führt, dass man, wenn man auf dem Boden klatscht, tot ist und das aber verhindern kann, indem man ein Netz zwischendurch aufspannt. Das willst du jetzt in die Welt heraustragen. Was würdest du tun? Ich gehe predigen. Ich stell mich auf den Marienplatz. Ich stell mich auf den Marienplatz, halte ein großes Kreuz hoch und erzähle den Leuten, was es ist. Stellt sich auf so ein Podest. Und der Herr sprach, genau. Wenn du ein Netz aufspanntest zwischen dir und dem Boden. Ja, so ähnlich. Wir machen es viel langweiliger. Wir schreiben einen Aufsatz und schicken den an die Zeitung. Fertig. Podcast zu Ende. So ungefähr. Wenn das denn so einfach wäre. Ja. Das Wichtigste an unseren Aufsätzen ist ja im Prinzip immer, dass irgendjemand drüber guckt. Also ich kann jetzt nicht sagen, das mit dem Netz stimmt auf jeden Fall, wenn, also weißt du, das muss sich jemand anderes angeguckt haben und gesagt haben, ja, das macht schon irgendwie Sinn. Geht das denn mit jedem Netz? Richtig. Geht das aus jedem Stockwerk? Was ist denn, wenn ich das Netz nur zu 90 Grad aufhänge? Fällt er dann immer noch? Hat das einen Einfluss? Eventuell. Probier es doch mal aus. Ja, genau. So in etwa. So. Also du schickst dann deine Rauchzeichen an irgendeine Zeitung. So. Wissenschaftszeitung München Süd. So. Die sehen das und sagen, da muss jetzt aber mal jemand gegenlesen. Und da kommen wir auch zu einem lästigen Part. Da wird, glaube ich, jeder Professor, der flucht über sowas. Das Ganze nennt sich Peer Review. Ja, so, pass auf. Denn die Zeitung sagt sich jetzt so, pass mal auf. Da hat doch so ein Vollhorst mit so einem ähnlichen Gebiet hat doch schon mal bei uns veröffentlicht. Den rufen wir jetzt einfach mal an und der soll jetzt einfach mal hier gegenlesen, ob das alles so richtig ist. Und die rufen dann den Prof an und der sagt natürlich, oh ja, da habe ich richtig Bock drauf, mir erstmal das Paper durchzulesen und alle Fehler daraus zu picken. Nee, findet, glaube ich, jeder scheiße. Und aber andererseits, glaube ich, man freut sich auch so ein bisschen, wenn man andere Leute auf ihre Fehler hinweisen kann. Man bleibt ja doch ein Klugscheißer. So. Liest sich das durch und sagt dann, so, es gibt dann verschiedene Grade mit, entweder du hast bestanden mit 1+, kann man überhaupt nichts dran aussetzen, sagt aber niemand. Oder mit, naja, muss doch das und das Experiment nachmachen, sonst glaube ich dir den Scheiß nicht. Oder das ist komplett scheiße, Jung. Geh nochmal an die Schulbank drücken. Das ist absoluter Schwachsinn. Genau, also es sind diese drei Arten von Reviews. Du kannst quasi Major, Minor und was war's noch? Abgelehnt. Oh, ja, genau. Ja, ich glaube, es hieß so. Mhm. Und dann hast du irgendwie für verschiedene quasi, für Sachen, die du korrigieren musst, je nachdem, wie problematisch das ist, hast du mehr oder weniger Zeit, um das zu korrigieren. Und das Ding ist, wenn du dann aber alle Fragen, die die Reviewer hatten, beantworten kannst, beziehungsweise sagen kannst, warum das keinen Unterschied macht. Also du musst es entweder gescheit erklären können oder einen Beweis nachliefern, dass es so ist. Dann können die Leute sagen, okay, das passt, das wollen wir veröffentlichen und dann ist es auch valide, weil sich mehrere Leute angeguckt haben und zumindest für dein Labor mit deinen Ergebnissen, wenn da nichts gefälscht ist, stimmt das so. Jo. Ja. Genau. Genau. So.
Das sagen wir jetzt mal so, das wird jetzt so kontrolliert und derjenige macht das dann neu, zähneknirschend, und schickt das dann ans Paper und die an das Journal, also die Zeitungsverlag sozusagen, zum Beispiel Nature, kennt jeder. Da gibt es aber, kann man schon sagen, Zehntausende, ich glaube schon, ne? Ausläufer oder Paper? Nee, Journals generell. Es gibt auch viele. Ja, also es gibt allein für Biotech gibt es halt super viele, und ich glaube, wenn man noch Chemie und Physik und sowas mitzählt, da kommt einiges zusammen. Und natürlich die Königsdisziplin ist Nature. Ja, es gibt quasi für alle Fachgebiete, für jedes kleine Forschungsgebiet gibt es noch einen Zusatzjournal. Und ich meine, ja, genau. Ja, und es gibt nicht nur die Guten. Kommen wir dann mal zur bösen Seite der Macht. Jetzt kommen wir zum Thema. Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. So, sagen wir mal, ich wollte es schon wieder politisch machen jetzt. Ich bin ein Politiker, dem entweder Diesel oder Klimawandel oder sonst irgendwas überhaupt nicht gefällt. Und ich finde aber total doof, dass es total viele Forscher gibt, die sagen, dass Dieselabgase schädlich sind oder dass Windräder gut für die Umwelt sind, und möchte einfach mal, dass ein Forscher quasi mir ein bisschen in die Karten spielt. So, nimmst du irgendeinen Forscher, drückst ihm das Geld in die Hand, und der Forscher geht dann zu sogenannten, wir haben es Raubverlage genannt, nennen wir es einfach mal Jagdjournale. So, die gehen nämlich dann auf die Jagd nach ihren Opfern und nehmen jegliches Paper an. Ja, die haben nicht diese Zwischeninstanz, dass sie ihren Kollegen fragen, hier, hör mal, ist das hier richtig, was der Typ sagt? Sondern die sagen, pass auf, gib mir einfach das Geld, ich veröffentliche den Scheiß. So. Ja, das Ding ist nur, dass sie nicht sagen, wir gucken uns das nicht an. Die sagen, es ist peer-reviewed. Also das heißt, es gucken sich andere Forscher an, und dann wird es, wenn es gut ist, wird es reinkommen, wenn nicht, dann nicht. Das Ding ist nur, das machen sie niemals. Das heißt, man zahlt dafür und man kommt halt einfach rein. Man zahlt aber auch mehr Geld als im normalen Journal. Also. Jo. Und die Leute verdienen gutes Geld daran. So. Genau. Das Ganze nennt sich Pseudo-Journale und im Englischen dann halt Predatory Journals. Deswegen auch diese Raubjournale. Yes, yes. Klingt hochdramatisch. Genau. Und da fällt das Peer-Review einfach weg. Genau, was würdest du denn sagen, ist das Problematische daran? Naja, sag mal so. Wenn mir zum Beispiel jetzt wichtig ist, dass alle denken, das Weltklima ändert sich nicht, macht es dann für mich Sinn, das zu richtigen Wissenschaftlern zu schicken und die zu fragen, ob die das auch so sehen? Oder wäre es nicht viel einfacher, wenn ich zu viel Geld habe, einfach zu sagen, das ist so, und publiziere das. Und dann in der öffentlichen Debatte fragt jemand, ja hier, aber es gibt doch zig Wissenschaftler, die gesagt haben, dass unser Weltklima sich ändert. Und du sagst, naja, haben sie sich mal die anderen Publikationen angeguckt? Es gibt auch genug Leute, die sagen, dass es nicht so ist. Ja, und das ist halt der Wahnsinn. Die werden für absolut richtige wissenschaftliche Paper wahrgenommen. Und das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für jeden Wissenschaftler, der Tage, Nächte und das monatelang damit verbracht hat, irgendwie ein Paper zu veröffentlichen. Monate ist gut. Also, sorry, zum Teil 10 Jahre, je nachdem, was für ein Thema. Ja, also es gibt wirklich Leute, die feilen an so einem Paper dann Ewigkeiten, weil die These halt hochbrisant ist oder irgendwie sehr umstritten. Und da kannst du dann schon mal Jahre damit verbringen, irgendwie ein Paper rauszubringen. Ja, außerdem musst du ja die Daten erstmal, also du musst ja auch erstmal die Daten kriegen. Muss man überlegen, ja, das stimmt. Wenn ich jetzt angefangen habe mit meinem PhD, also mit meinem Doktor, bin jetzt 2,5 Jahre dran, ich habe noch nichts publiziert, einfach weil es erstmal funktionieren muss. Jo. Und ihr werdet denken, das tangiert mich jetzt, das tangiert mich überhaupt nicht. Ja, doch, ist halt so, weil gerade in den heutigen Zeiten, meine lieben Brüder und Schwestern, werden wir jetzt nochmal ein bisschen philosophisch. Sagen wir mal, man kann heutzutage nicht sagen, Klimawandel finde ich doof. Sagen wir mal, ich poste bei Facebook, Klimawandel finde ich doof. Ich kann schon davon ausgehen, dass nach ungefähr einem Tag da 20 Kommentare drin sind mit du blöder was laberst du so eine Scheiße? Also, Alter. Man kann heutzutage nicht mehr irgendwie
seine Meinung sagen, ohne dass sich tausend Leute dadurch angegriffen fühlen oder man sehr hart angegangen wird. Und gerade in solchen Zeiten ist es äußerst problematisch, dass man halt jeden Humbug als Wissenschaft darstellen kann. Weil, ja, also erodiert ja halt einfach weg die Grundlage für alles, was wir glauben können, weißt du? Ja. Ich meine, alles, was wir so haben und was wir benutzen und wie wir auch unsere Entscheidungen treffen, ist ja irgendwie wissensbasiert. Du sagst ja nicht von heute auf morgen, ach nee, so Impfung finde ich blöd. Also es gibt Leute, aber sagen wir es mal so. Ich wollte gerade schon sagen, diese Leute, das musst du dir nicht ausdenken, diese Leute gibt's. Genau. Aber grundlegend wissen alle, die es nicht aus irgendwelchen Gründen ablehnen, dass es halt trotzdem sinnvoll ist und dass es dich gesund hält. Und ja. Es ist irgendwie, wenn Wissenschaftler sind sowieso oft in der Öffentlichkeit diskreditiert, finde ich. Also Wissenschaftler, boah, das sind irgendwie so elitäre Sesselpupser, das sind auch sowieso alles Ökos. Aber wir Wissenschaftler sind halt so, dass wir wirklich nach der Wahrheit streben. Und das ist der Unterschied. Wir sind unbiased, wie man jetzt irgendwie ganz modern sagen müsste. Also wir sind unvoreingenommen und wollen einfach wissen, was richtig ist. Uns geht es nicht darum, dass wir... Das ist das Optimale. Also. Ja, genau. Uns geht es nicht darum, dass wir sehen, dass der Apfel auf den Boden fällt, sondern wir wollen wirklich wissen, ob es da auch irgendwie Interferenzen gibt, wenn man ein Netz zwischenspannt beispielsweise oder... ob es offen mit was anderem zu tun hat. Es wird ständig alles erneuert, ständig hinterfragt. Das ist auch gut so. Aber also ich kann mir persönlich nicht ausmalen, was das für Auswirkungen hat, wenn jetzt irgendwie lauter Leute dahergelaufen kommen und ständig sagen, so, ich bin anderer Meinung, weil ich habe das in so einem Pseudo-Journal gelesen. Und ich denke mir, die einzige Lösung wäre, um jetzt mal schon so ein bisschen Richtung das, was ich denke, was das Richtige wäre, zu schlittern, halt, man muss es irgendwie gesetzlich regulieren, wie in so Journalen veröffentlicht werden darf. So Peer-Reviews, die müssen nachgewiesen werden. Ich habe zum Beispiel im Krankenhaus gearbeitet. So, kommt noch mal eine kleine Anekdote. Das, was man im Krankenhaus oder in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, /in, lernt, ist, dass, was so Qualitätsmanagement ausmacht. So. Du kannst, wenn du irgendein Krankenhaus nach einem gewissen Qualitätsstandard eröffnen willst, brauchst du irgendwelche Zertifikate. Und da kommen dann Leute regelmäßig vorbei und sagen, okay, sie sagen, sie sind ein super tolles Krankenhaus, dann müssen sie nachweisen, dass bla bla, dass sie zum Beispiel, dass man bestimmte Behandlungsweisen immer nach dem gleichen Schema macht und die, da nicht die Qualität schwankt. Und dass man eine Kette nachweisen kann von, sagen wir mal, ich will meinen Skalpell sterilisieren, dann damit man nachweisen kann, okay, hier hat Heinz Müller abgehakt, dass das Skalpell sterilisiert wurde und dann hat es der Peter von nebenan eingeschweißt, auch hochsteril und so weiter und so fort. Und warum gibt es sowas nicht für die Forschung, frage ich mich. Also der Forschung und generell an der Uni habe ich manchmal das Gefühl, da kann halt jeder so, so, es ist eigentlich, es gibt wenige Kontrollinstanzen, weil so eine Uni traditionell immer sehr autark organisiert ist. Aber ich glaube, man sieht so langsam das Problem, dass wenn man keine Qualitätsstandards einführt, was an vielen Unis der Fall ist, also mir wird keine Uni einfallen, wo man irgendwo Qualitätsstandards hat, außer so eine Lehrevaluation zum Beispiel. Also bei uns wurde das zumindest manchmal in Praktika gemacht. Hier hast du einen QR-Code, der kann das dann einscannen, da kommt man zu einer Seite und dann kann man bewerten, wie toll man das Praktikum fand. Es ist ein guter Ansatz, aber man muss halt wirklich auch sagen können, meiner Meinung nach, ich mache meine Forschung gewissenhaft und Verlage müssen sagen, ich mache mal eben, es wurden hier die Peer-Reviewer zu Rate gezogen und die stehen dafür gerade, dass das, was sie da gelesen haben, absolut richtig ist. Aber wir reden jetzt hier von einer Utopie. Da würde ich dir fast widersprechen. Ah, okay, okay. Also ich sehe ein, was du meinst, dass man irgendwie eine Qualitätskontrolle braucht. Das grundlegende Problem, finde ich aber, ist auch, dass wenn du Grundlagenforschung machst, und bei Grundlagenforschung geht es ja darum, irgendwie was komplett Neues zu finden und nicht zu versuchen, irgendwie eine Sache mit der anderen zu verbinden, beziehungsweise irgendwie ein Treatment, also eine Heilung für eine Krankheit oder so zu finden.
Ich finde Qualitätsstandard ja schön und gut. Das heißt, du machst ein Experiment mehr und mehrfach, die gibt's. Und die werden auch von Journals angefragt. Also wenn du publizieren willst, musst du ja mehrere Replikate zeigen können. Du musst die Originalplots oder Originalergebnisse zeigen können. Ich glaube nicht, dass das das größte Problem ist. Es ist natürlich wird es in der Wirtschaft anders gemacht mit den ganzen die Good Laboratory Praxis und so ein Spaß. Also ich sehe, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das in einem Uni-Kontext wirklich gut funktionieren würde. Dass die Journale verpflichtet sind, quasi die Reviewer quasi zu sagen, dass es peer-reviewed ist und das auch nachweisen zu können auf Nachfrage. Das sehe ich ein. Dass die aber das direkt mitveröffentlichen, funktioniert auch nicht, weil wenn du mich schlecht bewertest, nur weil du mich zum Beispiel nicht leiden kannst. Richtig. Kann es nicht. Ach, das haben wir eben gar nicht gesagt, ne? Die Peer-Reviewer werden quasi nicht preisgegeben. Man weiß nicht, wer einen reviewed. Ja, aber es ist auch, also ich meine, es ist irgendwo der Sinn der Sache, weil sonst einerseits klar. Man kennt sich. Man kennt sich, genau. Wenn der eine dich schlecht bewertet, dann wirst du ihn das nächste Mal auch einfach schlecht bewerten, wenn du weißt, was es ist. Ja, so ist es. Und um das quasi zu vermeiden, sind die Leute anonym. Und dementsprechend sehe ich das kritisch. Ich würde die Leute nicht öffentlich darstellen. Ich würde aber sagen, dass es zum Beispiel eine Kontrollinstanz geben muss. Und ich finde, da ist eigentlich auch quasi die Bundesregierung auch zum Beispiel, wenn die das im politischen Diskurs nutzen, angehalten nachzugucken, wo das herkommt. Weißt du, das ist so, klar, das funktioniert nicht, das wäre schon wieder eine Utopie, dass die, keine Ahnung, die AfD nachliest, wo zur Hölle ihre Quellen her sind und nicht sich die selbst zusammenbasteln. Das ist auch grundlegend das Problem, das wir jetzt haben, das mit diesen Fake News. Ich meine, das gibt es schon ewig. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das ein neues Konzept ist. Aber die Art, wie es betrieben wird, ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen extremer. Naja, okay. Versuchen wir jetzt nochmal den Bogenschlag zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Also, pass auf. Wir waren gerade bei den Predatory Journals und gesagt, dass das quasi so, dass ein bisschen die Grundlage unserer Wissenskultur wegerodiert. Ja. Genau. Und deine Idee war quasi, das besser zu regulieren. Ja. Ich würde es auch so sehen. Also ich würde sagen, dass ich finde, es ist gesetzlich, müsste es verordnet sein, dass ein Journal quasi seine Quellen angibt und auf Nachfrage seine, also quasi, dass es eine zentrale Stelle gibt, die das kontrolliert. Das wäre, glaube ich, wichtig. Ja. Und wenn quasi das nicht passiert, dann kriegen die irgendein Siegel nicht, von wegen, keine Ahnung, not scientifically valid oder sowas. Ja. Genau. Aber bis wir das kriegen, was ich nicht glaube, dass wir das überhaupt kriegen. Ich glaube auch nicht. Gibt es ein paar andere Sachen, die ihr machen könnt. Falls euch das interessiert, es gibt eine Seite, die nennt sich predatoryjournals.com/journals. Und da findet ihr eine Liste von bekannten Predatory Journals. Heißt, wenn ihr jetzt eine Studie lest und euch denkt, oder halt irgendeinen Zeitungsbeitrag lest und tatsächlich euch mal die Mühe macht, um eine Studie anzugucken und seht, das First Independent Scientific Journal hier zum Beispiel. Das ist auf der Liste der Predatory Journals. Vielleicht glaube ich dieser Studie besser nicht, weil kein Mensch drüber geguckt hat. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man sich seiner Quellen bewusst werden kann und wie man die einfach nachkontrollieren kann. Ja. Und Leute, unsere Gesellschaft funktioniert, auch wenn man es nicht gerne hört, so ein bisschen darauf, dass man sich selbst schlau macht. Der hier Hashtag mündiger Bürger und so. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwo eine Nachricht seht, überprüft doch einfach mal die Quellen und man wird sehr schnell an ein Dead End kommen. Ja. Das ist halt das Traurige. Ja. Ja, da wollte ich noch ganz kurz auf eine Doku eingehen, die wir gefunden haben. Oh ja. Die ist von. Das erste hat eine super Doku gemacht zu dem Thema. Da haben zwei Journalisten eine witzige Idee gehabt. Willst du mal erklären, worum es ging, Chris? Ja, also die haben wollten sich diesen Predatory Journals annehmen und wollten testen, ob man wirklich alles da veröffentlichen kann. Haben dann mit einem computerbasiert ein Paper absolut hanebüchen, absoluten Scheiß sich zusammen generieren lassen.
ja, auch den Titel, haben eine imaginäre Uni, die es gar nicht gibt. Ja? Die Uni von, was war's? Spitzbergen, will ich immer sagen. Nee, es ist... Ja. Da, wo der Weihnachtsmann wohnt. Da, wo die Briefe vom Weihnachtsmann hingehen, warte. Ich guck mal nach. Ja, haben quasi da eine Universität erfunden und das Paper eingereicht und das Paper wurde halt akzeptiert. Das ging so weit, dass die sogar zu einer Konferenz gefahren sind, wo sie vor anderen Wissenschaftlern das vorgetragen haben. Und die haben einen 15-minütigen Himmelpforten, genau. Die haben quasi einen Vortrag darüber, über ihr Forschungsthema gehalten, mussten sich quasi das Lachen zurückhalten und war absolut hanebüchener Scheiß mit einem, es war glaube ich ein Kommunikationskit, das man auch am Gameboy anschließen kann, sowas, was man einfach überhaupt nicht braucht. Aber weil das da diese Peers, also die Kollegen, die sowas überprüfen könnten, gar nicht anwesend waren, niemand hat da irgendjemanden gefragt, hat auch niemand Fragen gestellt nach dem Vortrag. Also man muss sich das so vorstellen. Ihre Show durchziehen und es hat, wie gesagt, sie sind damit durchgekommen. Man muss sich das so vorstellen, das war eine Konferenz, wo quasi jeder vortragen darf. Also quasi jeder, der da was publizieren kann oder halt ein Abstract, also quasi so ein kleinen Text über seine Forschung hinschicken kann, der durfte da halt vortragen. Das heißt, es saßen Mathematiker neben Astrologen, neben Biologen, neben sonst was. Und die ganze Zuhörerschaft hat geklatscht und haben nicht gecheckt, dass das Blödsinn ist. Einfach, weil keiner da war, der sich damit auskennt. Und für gewöhnlich sieht eine Konferenz ein bisschen anders aus. Also ich war jetzt schon auf ein paar Konferenzen und für gewöhnlich, zum Beispiel, wenn das Thema Eisenschwefelklasse sind, dann sind da vielleicht 100 Leute. Weil es 100 Leute gibt in Deutschland, die sich damit beschäftigen und die kennen sich damit aus. Und ansonsten interessiert das halt auch keinen, aber die Leute, die es interessiert, kennen sich damit aus. Ja, richtig. Und was halt auch sehr auffällig war, finde ich, dass dieses Journal, wo die veröffentlicht haben, irgendwie, was war es, einmal im Monat eine Konferenz machen oder so? Einmal im Monat und sie haben genau einen Mitarbeiter, der Sohn vom Geschäftsführer. Genau. Und andere, erstens Journals, also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe noch von keinem Journal gehört, das für Vorträge einlädt. Ich kenne immer nur so Konferenzen von so übergeordneten Gesellschaften, wie zum Beispiel der FARM. Das ist eine deutsche Vereinigung, die Vereinigung Angewandter und Allgemeiner Mikrobiologie. Hast du wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun als so Säugetierzellenmensch, oder? Ich kenne sie tatsächlich. Ich war also, früher auch Mikrobiologe. Ah ja, okay. Ja, also die ist sehr, 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 sehr bekannt. Aber so Gemeinschaften richten Konferenzen aus und dann einmal im Jahr maximal. Ich kenne auch Vereinigungen, die das alle zwei Jahre machen. Man muss sich auch vorstellen, dass das ein mega Aufwand ist, genau die Leute rauszusuchen. Ja. Und sich da Speaker zu suchen, die sich da wirklich auskennen. Genau. Und also daran sieht man halt auch, dass die einfach nur, also für mich wirkt das so, als ob die halt einfach nur Teilnahmegebühren abkassieren wollten. Tun sie ja auch. Die machen ja damit fast 30.000 Euro oder so. Genau, die machen quasi, ja, es war unterschiedlich. Ich weiß nicht mehr, wie viel es in der Rotage war. Ich habe so auch 50.000 ungefähr im Kopf. Also wir packen den Link auf jeden Fall rein. Das ist ein super Doku. Guckt es euch mal an. Die dauert 45 Minuten, glaube ich, oder eine halbe Stunde. Irgendwie sowas. Ja, jetzt wird man sich vielleicht fragen, was für Forscher auch da hingehen, dass sie, ich meine, es ist ja bekannt, dass es solche Raubjournale gibt und jeder Forscher weiß, was ein Raubjournal ist und was nicht. Sogar Leute von Harvard oder vom MIT oder was das? Nee, Stanford. Ja, ich glaube schon. Stanford, die haben wurden nachgewiesen, dass sie in Raubjournalen veröffentlicht haben. Aber. Ja, man muss halt sagen, am Anfang waren die noch nicht so bekannt. Das heißt, so die ersten, die da publiziert haben, können tatsächlich einfach drauf reingefallen sein. Ja. Aber es gibt halt auch in der Wissenschaft leider sehr, sehr viel Publikationsdruck, also Veröffentlichungsdruck. Man muss als Wissenschaftler, sagen wir mal, man ist ein Forscher, man kommt aus dem Studium, okay, man macht mal meistens einen Doktor. Ja? Wenn man danach aber die nächste logische Wahl in so einer Forschungskarriere, nämlich Professor, einschlagen möchte. Ja, also über Zwischenschritte, aber trotzdem. Ja, es gibt auch mittlerweile Juniorprofessoren, aber oft bist du dann irgendwie noch Postdoc-Forscher und willst irgendwann zum Professor aufsteigen. Genau. Und da musst du einfach, deine Visitenkarten sind Veröffentlichung.
Man muss halt immer wieder herausfinden, also wenn man sich mit dem Netz befasst hat, dass die Leute dann stoppt, muss man dann auch irgendwie, kann man sich vielleicht weiter in der im Personenschutz irgendwie dann engagieren und noch ein paar Paper rausbringen zu, wenn man beim Skateboardfahren einen Kopf trägt und damit gegen die Wand fährt, dann ist es auch irgendwie sehr zuträglich für die Gesundheit oder irgendwie so ein Scheiß. Und wenn man einen Kopf trägt, du meinst einen Helm, oder? Einen Helm, scheiße, voll verkackt. ja, aber es kann halt auch sein, dass man keine neuen Erkenntnisse findet in seiner ganzen Forschung. Und dann stehst du halt blöd da. So, und wenn du Forscher dann ist vielleicht eine Lösung, Schrott zu publizieren. Hauptsache, es ist publiziert. Genau, denn heute kommt es nur noch darauf an, wie viel du publizierst. Ich habe schon mehr als einen Professor sagen hören, man muss auch eigentlich Negativergebnisse publizieren. Weil wenn du keine Negativergebnisse publizierst, ist zwar Quatsch zu sagen, hier Leute, ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Wenn ich ein Netz 90 Grad aufspanne und jemand fällt da durch, klatscht er trotzdem auf den Boden und stirbt. Da klatscht keiner für, weil man sich denkt, naja, was bringt mir jetzt diese Erkenntnis? Und aber das sieht man, wenn du davor sitzt und das auch machen willst, weißt du, dass du schon mal das nicht machen. Ganz genau, das ist der Punkt, lieber Alex. Es gibt nämlich viele Leute, die dann irgendwie im gleichen Gebiet forschen. Also irgendwie, jeder hat so sein Spezialgebiet, aber es überschneidet sich auch manchmal. Und man könnte halt so viel Zeit und Geld sparen, auch für den Staat, mit anderen Worten für den Steuerzahler, wenn man Negativergebnisse auch ein bisschen mehr wertschätzen würde. Ja. Ja. Naja, also. Naja. Genau. Und im Endeffekt, bisher klingt das alles ganz lustig. Ich meine, wir haben ja argumentiert, warum das alles dramatisch sein kann. Also quasi nach dem Motto, dass man nicht weiß, was wahr ist und was nicht. Das ist es ist für unsere Gesellschaft schlecht, aber stellt euch das mal ein bisschen anders vor. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Krankheit habt und behandelt werdet. Und es hilft halt einfach nicht gescheit. Also ich meine, es gibt ja einfach Erkrankungen, die nicht gut zu behandeln sind. Und dann lest ihr eine Studie und denkt euch so, yay. Das ist doch die Lösung. Die haben gezeigt, das heilt alle. Also erstmal, wenn die sagen, das heilt 100% oder 90%, könnt ihr fast sicher sein, dass es nicht stimmt. Ist Schwachsinn. So, aber zum Beispiel auch in dieser Doku wird gezeigt, dass eine Frau sich, also quasi Krebs hat und dann ein Medikament findet, was angeblich super helfen soll bei ihrem Typ von Krebs. Und das nimmt sie dann und setzt das andere ab. Dieses Journal, also wo das publiziert ist, diese Studie, ist aber ein Raubjournal. Das heißt, niemand hat jemals drüber geguckt. Und sie legen das quasi einer Tumorforscherin vor und die sagt denen auch so, Leute, das hat nichts mit der Forschung zu tun, das ist Blödsinn. Und dann wird halt ganz schnell aus falschen Informationen ernst. Ich meine, hat dann Menschenleben gekostet und das ist nicht das Einzige. Also. Genau, Politik und so weiter, was wir eben angesprochen haben, ist die eine Sache. Aber es gibt halt wirklich Leute, die behaupten, oh Moment, das haben die auch in dieser Doku gebracht, dass Leute behaupten, also gab es auch eine deutsche Journalistin, eine relativ bekannte, den Namen habe ich wieder längst vergessen. Aber die hatte auch Krebs ganz lange und hat dann auf so ein Medikament gesetzt, was irgendwie keine klinischen Studien hinter sich hatte. Ah ja, okay. Also das war nicht belegt, dass das hilft, aber es wurde total viel angepriesen, dass es hilft. Und der Typ hat halt auch, also es war ein Arzt, glaube ich, der das hergestellt hat. Hat auf jeden Fall, wurde von der Krankenkasse nicht übernommen, weil da keine Wirkung nachgewiesen werden konnte oder weil es gefährlich war, ich weiß es nicht mehr. Aber die hat das dann ewig lang genommen, genauso wie viele andere, und hat halt nichts gebracht. Und die sind dann trotzdem gestorben. Also man kann sagen, ja, bei der Politik, ja, ist die eine Sache, weiß jetzt nicht, ob das so wichtig für mich ist, aber stellt euch mal vor, irgendeiner eurer Liebsten, ja, ist todeskrank, glaubt sowas und die Leute verdienen ihr Geld daran, weil die wissen, wenn man dem Tod ins Auge blickt, dann tut man alles. Man tut alles, um da irgendwie von der Schippe zu springen. Und wenn die Ärzte sagen, wir können nichts mehr für sie tun, dann glaubt man solchen Scharlatan. Und da bleibt einem das Lachen dann doch im Halse stecken, finde ich. Ja. Ah. So, und jetzt brauchen wir was mit. Ja, aber ich kann sagen, mir kommt auch gerade so ein kalter Schauer über den Rücken. Also, kann man was Lustiges über Veröffentlichungen sagen? Kann man eigentlich nicht. Veröffentlichungen sind leider immer so ein bisschen langweilig, aber. Oh doch, warte, ich habe was Cooles.
Letztens habe ich ein Paper gesehen, das hat uns eine Kollegin geschickt. Und wenn man sich den Affen angeguckt hat, ne? Die haben halt Versuche mit Affen gemacht. Ich wollte gerade sagen, was für ein Affen, den Forscher oder wem redest du jetzt? Nee, die haben Versuche mit Fäkalien von Affen gemacht. Fäkalien? Ja, und? Genau. Und wenn man in diesem Paper auf die, ich glaube, Figure One war das, also das erste, auf die erste Abbildung guckt, da ist dann so ein Affe abgebildet und so ein Scheißhaufen. Und wenn man in diesen Scheißhaufen reinzoomt, sieht man ein Bild von Trump. Nee, was? Doch. Geil, Omar, ey. Geil, da habe ich aber gar nichts von gehört. Also muss mir unbedingt mal das Paper schicken. Das feiere ich ja mega. Das war ziemlich witzig. Aber für gewöhnlich ist es halt nur was für die Experten beziehungsweise Leute, die sich damit unbedingt auseinandersetzen wollen. Das erinnert mich ein bisschen an eine Folge John Oliver. Weiß nicht, ob ihr sowas guckt. Ja. Aber der hat eine Folge über China gebracht und Xi Jinping. Und der hat ja irgendwie ein ganz großes Problem damit, wenn man ihn mit Winnie Pooh vergleicht. Hat das auch verboten. Oh ja, lassen. Das war super. Ja. Und Jamie Oliver hat dann auch referiert über einen politischen Gefangenen, der in Haft verstorben ist. Und das letzte Bild ist von diesem besagten Gefangenen und seiner Frau, wie die zusammen mit einer Tasse anstoßen. Und die haben beide Winnie the Pooh-Tassen. Oh, das habe ich so gefeiert. Ja, also ich hab auch mal ein geiles Paper gelesen. Ich glaube, da wollten auch einfach nur Trolle auch Raubjournale verarschen. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Ich habe nicht überprüft, ob das Journal ein Raubjournal ist. Aber die haben sowas Ähnliches tatsächlich veröffentlicht, wie was du gesagt hast mit dem Netz. Und zwar haben die geschrieben, wenn man aus dem Flugzeug springt und einen Parachute, also einen Fallschirm trägt, verringert das die Todesraten irgendwie um 99% oder sowas. Super geil. Ja, also es gibt schon mal, also es gibt so Portale, wo man wissenschaftliche Veröffentlichungen finden kann. Und wenn man da einfach mal ein bisschen stöbert, man findet irgendwann so einen geilen Titel. Also ich habe noch irgendwas gefunden mit Versuchsaufbau. Irgendwie das fing an mit, bevor wir zum Paper kommen, zunächst einmal eine Geschichte. In einem Königreich weit, weit weg wollte der König herausfinden, wie er seine Laboransätze irgendwie einfacher gestalten kann. Oder irgendwie so ein richtig dummer Scheiß. Das habe ich auch damals bei Facebook gepostet. Mhm. Naja, auch was super auch, witzig. Was auch cool war, manchmal sind sie so, kennst du die Honest-Trailer über Filme? Ja. Wo die dann so sagen, okay, also halt einfach nur so die Wahrheit hinter den Filmen so erzählen oder beziehungsweise die gelaberte Wahrheit, die sie da haben. Anyway, es gibt Paper, die nehmen das mit dem Methodenteil super, super locker. Das finde ich ziemlich witzig. Ich habe mal ein Paper gelesen, wo dann stand so, ich habe eine Fliege so und so lange in dem und dem, in der und der Flüssigkeit gehalten für 16 Stunden. Und dann, Komma, weil es genauso lange gedauert hat, wie ich geschlafen habe oder so. Also es ist so super random, so okay, ich war halt daheim, deswegen habe ich das so lange inkubiert. Geil. Was halt super auf die Wahrheit ist. Man macht viele Sachen einfach, weil sie praktisch sind. Ja, ja. Naja. Darf man eigentlich auch nicht sagen. Aber das ist auch ganz geil in so einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Gibt es immer vier Teile. Einleitung, Materialmethoden, Ergebnisse und Diskussion. Und Materialmethoden, sagen wir mal, deine Eltern lassen sich scheiden und deine Mutter heiratet neu. Und dieser Mann, der bringt irgendwie so eine kleine Schwester mit sich, die dir voll auf den Sack geht. Und die sagt immer, ah, ich will aber das machen, was mein Bruder bla 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 macht oder meine Schwester bla bla bla. Und der geht dir eigentlich nur die ganze Zeit auf den Sack und du würdest sie am liebsten ignorieren. So, diese Stiefschwester, das ist ungefähr der Materialmethodenteil in jeder wissenschaftlichen Veröffentlichung. Die liest sich, also ich habe mal einen Professor sagen hören, wortwörtlich, dass er sich in Bachelor- und Masterarbeiten nie den Materialmethodenteil durchliest. Also, nur so als Beispiel. Also, ich lese die Leute tatsächlich immer nur, wenn ich ein Problem habe und wissen will, ob die anderen genau wissen, wie man das macht. Und meistens schreiben sie es aber so schlecht hin, dass es auch nichts hilft. Also. Ja, Generalisierung. Naja. Okay. Ich glaube, wir haben unseren Punkt gemacht. Genau. Freunde, lest euch Quellen durch. Und hört glaubt euch unseren nicht Podcast allen Scheiß, an, den ihr da hört. Genau, richtig. Stellt Dinge in Frage und macht euch mal, ich weiß, es ist ätzend, aber nein, 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 es ist ätzend, ich weiß. Nein, ich sagte, du liest dir das durch. Du liest dir die Quellen beim nächsten Mal durch. Vertrau mir einfach.
Und wir haben auch noch eine... Ja, vor allem, wenn du direkt hörst, so, es gibt ungefähr 200.000 Leute, die sagen, dass das Weltklima sich ändert. Aber die fünf, wie kommen die auf die Idee? Ja, da gibt es doch auch so einen YouTube-Channel, die machen immer, wenn YouTube, wenn Google ein Mensch wäre. Und da gibt es auch eine Folge, wo eine Frau zu dem Typen, der Google dann personifiziert, geht zu dem hin und fragt, ich hätte gerne Studien über Impfung oder Autismus nach Impfung. Da sagt er, also wir haben hier 100.000 Studien, die belegen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Autismus und Impfung gibt. Und eine, die sagt, es könnte einen Zusammenhang geben, nimmt die eine Studie und sagt, ich wusste es. Ja. Ja, für Leute, die okay. An dem Weltbild festhalten wollen, genau. Ändert sich da nichts. Okay, also wir können ja die Homepage, wo so Predatory Journals aufgelistet sind, können wir bei Twitter oder unseren Veröffentlichungswegen können wir mitschicken. Genau, und jetzt sagen wir auch mal die Adressen, weil sonst ist es irgendwie witzlos, weil die Leute finden es nicht. Ich habe tatsächlich ein paar Leute gesagt, ja, ich habe euch da gesucht, aber ich habe euch nicht gefunden. Okay, dann lass doch mal hören. Ja, pass auf, ich muss selbst jetzt mal suchen. Wir sind immer gut vorbereitet, Freunde. Ja, dann können wir vielleicht auch direkt dein Science Slam Video mit dazu schicken. Genau. Also erstmal Tales of Science and Mystery, alles zusammen, alles klein, @gmail.com, falls ihr uns Kommentare schicken wollt. Dann, ich glaube, bei Twitter. Twitter ist tales_mystery, oder? Weil ich suche uns mal. Moment. @tales_mystery. Genau. Und jetzt nochmal Instagram hier. Ich sag ja, wir haben alles abgedeckt. Direkt. Richtig, richtig. Da heißen wir Tales of Science and Mystery. Alles zusammengeschrieben, alles klein. So. So, und dafür haben wir das auch mal. Haben wir das auch mal, ja. Und wenn ihr wie willst du das YouTube-Video verlinken? Ist ja auch witzig. Komm, die Leute wollen jetzt ein Video sehen. Ja, ich mach das mal. Okay. Es kommt dann wahrscheinlich bei Instagram rein oder bei Twitter. Schauen. Okay, wundervoll. Ist eh schon bei Twitter. Also. Dann hört euch weiter unsere Podcasts an. Genau. Es wäre schön, wenn wir uns nochmal wieder sehen würden. Und beim nächsten Mal, fürs nächste Mal haben wir uns auch schon ein neues Thema ausgedacht. Genau. Also. Wollen wir das schon direkt teasern? Ja, oder? Ja. Also mit welchem Thema kann man Grüne immer auf die Palme bringen? Aber ich kann man schon mal anfangen. Ja, es geht um genetisch manipuliertes Essen. Und warum das gut oder schlecht ist und genau. Was für Aufgaben wir haben. Und ich glaube, es wird auch kurzzeitig philosophisch. Nachdem ich mir die großen Dokus angeguckt habe zu Monsanto und Bayer, bin ich da auch auf einem philosophischen Trip. Oha, okay. Also man darf gespannt bleiben. Gut, in diesem Sinne würde ich mal ciao sagen. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Adios, muchachos. Adios, amigos. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.